Wer ist Jürgen von der Lippe? Talkshowmeister. Ein Politiker oder wer das heißt? Das ist ein deutscher Schlagersänger. Das ist doch der Flo de Bub. Sag's mir, siehst du, kenne ich den Namen nicht. Ein Kabarettist, ne? Vielleicht ist er ein Fußballspieler oder was, so weiß ich nicht. So Schwartlappen. Mhm. Ach, der ist, ein Westfale. Der kleine Dicke, ne? Ja, der mit den guten Sprüchen. Von der Lippe? Ja, früher, ja, bei Hitler. Naja, das ist ein Moderator und ein Sänger, ne? Dieser Kasper da vom Fernsehen. Sehr, sehr gefragt. Der macht Leute froh. Und das gefällt mir. Der hat so einen Quatsch immer gemacht. Der ist gut, einmalig. Oh, den Rosinieras. Da muss ich mal die Frau fragen, was hat er jetzt gesagt? Jürgen von der Lippe, ja, das ist unser Quizmaster, war noch Talkmaster, Sänger und. Was ganz Schreckliches, da stelle ich mal ab, wenn der kommt. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Haben Sie sich schon mal über dumme Fragen geärgert? Also jetzt nicht so Scherzfragen, wie treiben Ostfriesen ab mit der Ebbe, das meine ich nicht. Sondern so Fragen aus dem Leben. Und Eltern zum Beispiel können unheimlich blöd fragen. Hat jemand Eltern? Nicht. Das hätte man mir doch sagen müssen, dass es sich um eine Vollwaisenveranstaltung handelt. Furchtbar. Also mein Vater zum Beispiel, das muss ich Ihnen jetzt erklären, das ist der männliche Elternteil, fragte mich immer, sag mal, willst du eine geknallt? Das fand ich blöd. So, Konkurrenzeltern können auch blöd fragen. Sagen Sie, stottert Ihre Tochter immer so? Nein, nur wenn sie was sagen will. Müssen Sie einen kontern. Kinder können auch doof fragen. Papi, warum malt sich immer mir die Fußnägel rot? Damit keiner drauf tritt, Schatz. Aber die blödesten Fragen, ja, die mit Abstand blödesten Fragen, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, stellen Polizisten. Also das gibt es nicht. Kommt man schön im Zickzack die Chaussee entlang. Einen Fuß auf der Hupe. Ein Lied auf den Lippen. Dann halten die einen an und fragen todernst, ja, aber todernst, haben Sie was getrunken? Ja, ich meine... So, jetzt möchte ich Ihnen ein Lied vorstellen, mit dem ich auch international kurz vor dem Durchbruch stand. Hören Sie mal, das ist ein Stück Rockmusik, das auch strengsten amerikanischen Maßstäben genügt, ja? Hören Sie mal, glauben Sie mir das nicht? Tina Turner hat zu mir gesagt, als sie den Song hörte, die sagte, pass auf, meine, wir haben natürlich Englisch gesprochen, nicht? Sie sagte, piss off. Schade, ich hatte bis jetzt von Ihnen einen sehr guten Mann. Jedenfalls gibt es auf der Platte eine Stelle, die machen da die Londoner Symphoniker. Die konnten heute nicht.
Machen Sie das bitte. Ich mache Ihnen das mal vor. Es ist ganz einfach. Und zwar Töne und zwar Wörter. Ich singe unmittelbar vorher. G-Dur, D-Dur, singe ich. Nach und nach, das singe ich. Und dann singen Sie, schauen Sie bitte, E-Moll, H-Moll. Singen Sie. Nach und nach, ja? Hören Sie den Unterschied? Ich singe nach und nach und Sie nach und nach. Ja, einmal üben. Nach und nach. Nach und nach. Rockmusik, ja? Schön. Ich meine, so kommen wir natürlich nicht weiter, nicht? Hätten Sie unter Umständen noch mehr Temperament parat? Also kommen Sie nochmal her. Nach und nach. Nach und nach. Es war nicht doll, aber so kann man wenigstens arbeiten. So machen wir das dann. Der Mond ist voll, genau wie du. Und irgendwann macht deine kleine Kneipe zu. Du steigst ins Auto, denn du kannst nicht mehr gehen. Das Auto wirkt so fremd, aber irgendwie schön. So viele Knöpfe, die man drücken kann. Da tippt dich einer leicht von hinten an. Eine tiefe Stimme sagt, kommen Sie mal da raus und machen Sie bitte noch das Blaulicht aus. Man kann nicht immer Sieger sein, man muss auch manchmal klüger sein. Dann gibt man nach und nach, nach und nach, yeah. Nach und nach, mal nach, dann gibt man nach und nach. Wenn der Faden der Geduld dir plötzlich reißt und du gegen deine Art deine Frau anscheißt, deine Mutter oder ich, einer muss gehen. Ein halbes Jahr habe ich mir das jetzt angesehen. Sie säuft nur und frisst und ärgert den Hund. Die Augen deiner Frau werden groß und rund. Meine Mutter, sagt sie, ich höre wohl schwer. Mir hat sie gesagt, dass sie deine Mutter wäre. Man kann nicht immer Sieger sein. Man muss auch manchmal klüger sein. Dann gibt man nach und nach. Nach und nach. Nach und nach. Mal nach. Dann gibt man nach und nach. Nach und nach. Kümmern sich um sich selber, ja? Nach und nach. Mal nach. Nun bist du Ratekandidat im großen Fernsehquiz. Deine Hände sind feucht, es geht um alles oder nix. Wie viel Selbsttore der Wahl in der Jugendauswahl schoss. Wie hieß Karl der Große? Mensch, wie hieß der bloß? Die Fernsehgemeinde zittert um dich. Die letzte Frage, konzentrieren Sie sich. Wo haben alle Frauen lockiges Haar? Nein, 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 Herr Kohl, in Afrika. Man kann nicht immer Sieger sein. Man muss auch manchmal klüger sein. Dann gibt man nach und nach. Nach und nach. Nach und nach. Mal nach. Dankeschön. Jetzt wollen wir aber mal über ganz was anderes reden. Ganz modernes Thema, Benimm. Die Tanzschulen haben einen Zulauf wie nie. Auch die jungen Menschen wollen alle wieder lernen, wie man sich benimmt. Aber was ist das eigentlich, Benimm? Sehen Sie? Heißt das, dass wir in der Lage sein müssen, sagen wir mal, 10 Minuten mit Fürstin Gloria von Turn und Taxis zu verbringen?
ohne der Versuchung zu erliegen, ihr Haar zu ordnen. Oder heißt das, dass wir mit Blake Carrington und Crystal von der Post Austern essen können, ohne uns unsterblich zu blamieren? Na okay, wir beiden wissen, wie man Austern isst. Hm? Oder soll ich es vielleicht doch noch mal erklären? Ist wohl besser, ne? Also, wir ergreifen das Tier mit der linken Hand, klopfen mit dem Austernlöffel das obere Drittel der Pelle weich. Dann pellen wir das ab, geben ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Muskat, einen Spritzer Tabasco, einen Dash Worcestershire. Nein. Atmen wir das Aroma und werfen das Tier hinter uns. Ja, wir wissen das, aber manche arme Schelm, der weiß es eben nicht. Der gerät dann unversehens in eine Situation, dass meinshalben der Chef sagt, na Lehmann, altes Haus, wie lange sind Sie in der Firma? Morgen mal nicht mitgerechnet. Haben wir erlaubt, keine Abschiedsfeier anzuberauben, wir gehen also zu McDonald's, hauen uns voll Austern. Dann steht der da. Austern. Und da muss man sich dann weltgewandt rauswinden können aus so einer Situation. Dann sagt man, Austern, ja? Austern. Sie sind doch bei sich, Chef. Schon was von Meeresverschmutzung gehört? Kann ich ja gleich mein Fieberthermometer auslutschen. Ja, dann stehen Sie natürlich so da. Sicher gibt es allgemein verbindliche Tischsitten. Möhren isst man nicht quer, ja. Also alles nicht der Punkt. Knigges berühmtes Buch hieß vom Umgang mit Menschen. Da liegt der Hase im Argen. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die müssen wir wieder intensivieren, kultivieren. Wir müssen zärtlicher miteinander werden. Zärtlicher. Warum? Warum? Nicht. Auch gut. Warum halten wir nicht mal einen Bus an? Dann freut sich der Busfahrer, macht die Schiebetür auf und sagt, sind Sie bescheuert? Und dann sagen wir, hallo. Fahren Sie zur Marienstraße? Ja! Fahren Sie auch zum Hermannplatz? Ja! Schöne Strecke, kenne ich. Viel Spaß. So ein Mann aber noch die ganze Schicht von. Hm? Oder zu Hause, wenn unser Partner mal ein Bäuerchen macht. Da sagt man nicht, Schatz, du Sau. Das geht netter. Liebelein, Stück Brot dazu. Oder unsere Oma, die immer so eine Flappe zieht. Dann machen wir mal einen Scherz, muntern die auf, sagen, Omilein, du lach doch mal. Komm, zeig deine wunderschönen Zähne. Ja, da sind sie alle beide. Oder gehen wir mal ins Berufsleben. Fahrschule. Wie viele Fahrlehrer
teile nicht heute noch das dumme, typisch männliche Vorurteil, dass Frauen am Steuer das zweitbegabteste Geschlecht auf Erden darstellen. Das gibt's ja. Wir sind die dümmste Kuh, die mir je vor den Kühler gelaufen ist. Das ist doch furchtbar, so etwas. Geht doch nur wirklich anders. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Nur mal ganz ruhig. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was hat denn da eben so gescheppert? Es war 1,98. Hatte eine Nickelbrille auf. Einen Lodenmantel. Und unten eine lange Stange. Mit zwei Rädern. Das haben Sie schon ganz toll beobachtet. Ganz toll. Wo ist es denn jetzt? Es liegt 200 Meter hinter uns und schwimmt. Ja, und da hat es auch nicht ganz Unrecht. Denn wir zwei haben auf dem Radweg nichts zu suchen. Ich habe eine Märchenoper geschrieben. Es gibt ja, das müssen Sie auch noch wissen, nur zwei große Opern- und Filmmusikschreiber. Der andere ist Ennio Morricone. Und er hat meinen Stil nun sehr kopiert, seit Jahren schon. Da war ich auch ein bisschen ungehalten und möchte das jetzt also selber machen. Und nun war es aber ein Problem, zu dieser Westernmusik den passenden Märchenstoff zu finden. Weil in den meisten Märchen sind ja kaum Indianer oder wilde Tiere. Und das ist schade, weil Hänsel und Gretel zum Beispiel hat einen unheimlich schönen Schluss. Nachdem Gretel die böse Hexe in den Backofen gestoßen hatte, lief sie hocherfreut zu Hänsel und öffnete sein Ställchen. Schön, ne? Aber kein Indianer. Nicht einer. Kein Tier, nix. Dann bin ich auf Rotkäppchen verfallen. Und das habe ich dann genommen, weil das ist das Wald und Dings und so. Und so, wollen wir schauen. Rotkäppchen wollte die Oma besuchen. Im Körbchen hat sie Streichwurst, Starkbier und Kuchen. Sie bricht durchs dickste Fichtendickicht, dicke Finken picken tüchtig. Was ist denn? Da hält ein Auto. Es ist ein Golf. Und ihm entsteigt der böse Wolf. Mit den Worten: Den Tag kannst du getrost vergessen. Jetzt wirst du erst mal aufgefressen. Rotkäppchen fleht: Du lieber Schakal, lieb mich vorher noch ein letztes Mal. Was dann geschah, hat nur der Wald geschaut und auch die dicken Finken im Geäst. Der Wolf hat nach dem dritten Mal schon abgebaut, weil die Natur sich nun mal niemals zwingen lässt. Und wie er tot am Boden liegt, tritt aus des Waldes Mitte der Förster und sagt: Rotkäppchen, nun mach aber mal halblang, das ist diese Woche schon der dritte. Ich habe ja in meinem Beruf sehr viel mit Künstleragenten und so einem Volk zu tun.
Und da müssen Sie mal drauf achten. Wenn Sie in eine Künstleragentur gehen und wollen was, der Agent hat immer einen Telefonhörer in der Hand und ein Glas Cognac. Je nach Geschäftslage auch schon mal Maria Kron. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob er ein Gespräch auf der Leitung hat oder Durst. Das ist einfach so ein Ritual. Ich mache Ihnen das mal vor. Also es klopft in einer Künstleragentur. Herein! Nehmen Sie einen Moment Platz, ich habe Sinatra am Rohr. Was hast du, Frankie? Wie spät ist es bei euch? Ja, du, es ist wichtig, Alter. Sinatra. Erzähl doch mal. Was? Du darfst Ronny nicht mehr treffen? Wer sagt das? Die Mafia? Die haben Angst, es schadet deinem Ruf? Ist ja zu piepen, Frankie. Sinatra. Frankie, sorry, ich muss Schluss machen. Ich habe Kundschaft. Ja? Jo, Frankie. Ja, Frankie, wir machen was. Ja. Jo, wir telefonieren. Jo. Mhm. Ja, Gruß an Dean. Jo. Ja. Ja, tschüss du. Mhm. Jo. Tschüss, Frankie, Baby. Ja. Jo. Mokbi. Ja. Alles klar. Jo. Jo, Frankie. Ja. Jo. Ja, das war Sinatra. Nun zu Ihnen. Was können Sie für mich tun? Mein Name ist Kirsch. Bobby Kirsch. Ja, Herr Kirsch, was ist gebacken? Was liegt an? Was können Sie? Ich bin Imitator. Schön, Herr Kirsch. Schön. Und was können Sie imitieren? Ich kann ganz toll einen Ozeandampfer imitieren. Schön, Herr Kirsch. Aber wie sind Sie mit einem Ozeandampfer? Ich meine, soll ich mal vormachen? Ja, Herr Kirsch, in Gottes Namen. Also ein Ozeandampfer von Bubi Kirsch. Tut, tut. Ja, Herr Kirsch, ich glaube, das reicht uns. Wenn Sie mit Ozeandampfer, da kann ich nur furchtbar wenig anfangen, Herr Kirsch. Ich kann noch andere Sachen. Ich kann ganz toll Vögel imitieren. Passen Sie mal auf, raten Sie mal, was das für ein Vogel ist. Ja. Ich weiß es nicht, Herr Kirsch. Ein Schluckspecht! Herr Kirsch, es tut mir leid, aber ich kann auch andere Vögel imitieren, wenn Ihnen das nicht gefallen. Warte mal, ich kann ganz toll eine Möwe von Bobby Kirsch. Herr Kirsch, jetzt passen Sie mal gut auf. Mit Schiffen und Vögeln kann man im Showgeschäft heutzutage keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ja, Herr Kirsch. Ich kann auch andere Tiere, wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu klein dimensioniert war mit den Vögeln. Passen Sie mal auf, raten Sie mal, was ist das für ein Tier? Ich weiß es nicht. Eine Kuh mit Durchfall! Herr Kirsch,
ein Wort unter Männern. Mein Terminkalender ist randvoll. Das ist alles Scheiße, was Sie mir hier vormachen. Im Showgeschäft, wenn Sie parodieren wollen, dann müssen Sie Menschen parodieren können, Sie, Herr Kirsch. Menschen. Hören Sie mal, dann sagen Sie das doch gleich. Das habe ich doch alles auf der Palette. Jetzt raten Sie mal, wer das ist. Moin, Herr Kirsch. Ich weiß es nicht. Mein Briefträger. Herr Kirsch, sagen Sie mal, haben Sie einen am Sträußchen? Ich rede doch nicht von irgendjemandem. Ich rede von Prominenten, Sänger, Entertainer, Bühnenstars, irgend so etwas. Jetzt reden Sie sich doch nicht so auf. Hätten Sie mich doch gefragt, das kann ich doch. Hören Sie mal, jetzt kommt eine Glanznummer. Da trampelt das Publikum 30 Minuten. Jetzt krallen sich aber in der Sitzgruppe fest, lieber Mann. Hier kommt Freddy. Freddy von Bubi Kirsch. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong. Macht es du. Möchte ich einmal ganz besinnlich werden. Und zwar möchte ich mich in einem sehr stillen Lied für eine verfolgte Minderheit einsetzen, weil ich finde, das geschieht viel zu selten heutzutage auf deutschen Bühnen. Nachmittag in der kleinen Stadt, nur in den Schwalbennestern geht's hoch her. Selbst der Verkehrspolizist lächelt still in sich hinein. Er denkt bestimmt schon an den Feierabendverkehr. Drei Omas bewerfen zwei Tauben mit Brot. Und gönnen ihnen keine Ruhe. Und lange auf der Bank liegt ein alter Student. Er träumt noch immer von Kathmandu. Und dann kommt der Mann mit nichts unterm Mantel an und freut sich drauf, dass ihn jeder sehen kann. Niemand nimmt Notiz, nur der strenge Verkehrspolizist geht hin und schnappt zu und dann ist wieder Ruhe. Mittag am Nacktbadestrand, alles schläft und einsam wacht ein Kind. Das setzt versonnen ein kleines Häufchen in den Sand und sieht die Dinge so, wie sie nun einmal sind. Verkäufer ist stumm wie das Meer. Und das hat seinen guten Grund, denn auch der Mann mit dem Eis am Stiel hat nichts an und trägt das Wechselgeld.
da kommt der Mann mit seinem langen Mantel an und freut sich drauf, was er hier so alles sehen kann. Doch niemand nimmt Notiz, nur der Bademeister nimmt es krumm. Er geht hin und schnappt zu und dann ist wieder Ruhe. Nachmittag auf dem Waldfriedhof, der alte Totengräber ist nicht mehr. Er schaufelte sich noch schnell sein eigenes Grab. Und nur sein Hund weint ihm ein paar Tränen hinterher. Der Alte brachte ihm so manchen Knochen mit. Der bei der Arbeit liegen blieb. Und sowas vergisst ja ein Schäferhund nie. Der Pfarrer predigt heute besonders lieb. Und er hat auch wieder diesen langen Mantel an. Und ist ganz enttäuscht, dass ihn niemand sehen kann. Denn niemand ist da. Und dem Schäferhund ist es wurscht. Er geht hin, und nun ist endlich Ruhe. Ich hatte auf meinen Tourneen immer früher eine Aufgabenstellung für die Pause. Weil man darf ja eigentlich das Publikum in der Pause nicht sich selbst überlassen. Die Leute driften in die Drogenszene ab oder knüpfen wahllos Bekanntschaften an, was dann später auf mich zurückfällt. Nicht? Die furchtbarsten Schicksale habe ich da erlebt. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich was? Und habe gesagt, dichten Sie doch in der Pause repressionsfreie Zweizeiler. Das sind Zweizeiler, die sich reimen sollten, A, und repressionsfrei deshalb, weil eine der beiden Zeilen muss nicht enthalten sollte. Verstehen Sie? Nicht. Ja. Ja, mal ein Beispiel, das stammt von einem sehr geschätzten Kollegen von mir. Der Bauer macht ein Bäuerlein, es muss nicht mit der Bäuerin sein. Und da sind natürlich, das können Sie sich vorstellen, im Laufe meiner Tourneen viele Hunderttausende von Einsendungen gekommen. Ja. Oder habe ich mir gedacht, die werte ich mal unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten statistisch aus. Ich habe das ja mal studiert, muss jetzt was Nütze sein. Weil ich ging von folgender Prämisse aus. Wenn jemand unter Druck dichtet, ja, es war ja Druck in mehrerlei Hinsicht vorhanden. Einmal zeitlicher Art, 20 Minuten sind nicht eben viel für einen kompletten Zweizeiler. Und dann der psychische Druck. Nicht? Die Aussicht, womöglich aus meinen Händen einen Literaturpreis entgegenzunehmen. Ja, das kann ja einen Menschen aus der Bahn werfen. Und dann habe ich also diese Fliege hier. Dann habe ich das ganze Material gesichtet, werde auch eine Doktorarbeit darüber schreiben. Lassen, weil das finde ich interessant, weil ich dachte mir, hier ist es übrigens, man könnte zu einer Hitliste deutscher Themen kommen. Und ist ja klar, dass jemand unter diesem Druck zu seinem Lieblingsthema greift. Und hier ist diese Auflistung, das ist ganz toll, da liegen auf dem 7. Platz mit jeweils 2,32% aller abgegebenen Arbeiten die Themen Tierreich, Gesundheit, Landwirtschaft und Dichtung.
Beispiele eigentlich unerheblich, aber ich kann es gern machen. Dichtung: Tarzan sprach zu Jane, dem Beast, es muss nicht sein, dass du so ziehst. Oder tierreich: Eine Kuh sprach zu einem Bullen, es muss nicht sein, ich will jetzt strullen. Sechster Platz, 4,64%. Die Bereiche Wohnung, Musik und erstaunlich genug Alkohol. Ne, so weit hinten, weil wir saufen alle gerne. Aber man will es nicht wahrhaben. Obwohl, schöne Beispiele. Ein Vollrausch aus der eigenen Tasche muss nicht sein. Trink Nachbarsflasche. Fünfter Platz, 6,97%. Man denke die Politik, so weit hinten. Ne, und immer nur auf unseren Kanzler. Immer nur. Am Schluss konnte ich es nicht mehr mit anlesen. Es war furchtbar. Hat er mir leid getan. Ein einziges Mal kam ein positives Beispiel, das möchte ich auch gar nicht vorenthalten, weil es noch ganz genau war: eine katholische, CDU-regierte Großstadt, über 400.000 Einwohner, mittelständische Betriebe. Da kam was Positives. Musst nicht so schimpfen auf den Kohl. Es sind auch andere Pflaumen hohl. Aber sonst nur negativ. Andere Politiker viel beliebter. Genscher wurde sehr gern genommen. Hier: Der Genscher hat so große Ohren, der muss nicht in der Nase bohren. Vierter Platz, 9,3%. Vor der Politik, man denke die Kirche. Der Pfarrer sagt, es muss nicht sein, und haut ihn mit der Bibel klein. Dritter Platz, 11,63%. Das ist ein bisschen kritisch, das ist mir klar, da werden die anderen Professoren schimpfen. Ist wissenschaftlich nicht ganz sauber, das ist die Kategorie Vermischtes. Naja, ich musste ja nur irgendwo all das unterbringen, was sich nicht eindeutig zuordnen ließ. Und hier sind eigentlich die schönsten Sachen. Poetische Gemmen einer fast kafkaesken Dimension. Nein, in echt. Schließen Sie bitte mal die Augen. Lassen Sie Folgenden auf sich wirken. Döppen zu. Sie bringen sich doch selbst um ein literarisches Erlebnis. Nee, was, hm? Ja. Wenn einer still am Fluss liegt, kann er tot sein, muss nicht. Haben Sie so etwas Schönes schon jemals gehört? Nein. Waren auch andere Sachen in der Kategorie, ne? So knalligere, mehr werbemäßige Geschmackssache. Es muss nicht Sekt sein oder Schnaps. Ich bade in Correga-Tabs. Auch schön. Auch schön. Zweiter Platz, 16,28%, da war ich ein bisschen erschrocken, das Klo. Hätten Sie gedacht, dass das Deutschen zweitliebstes Thema die Toilette ist? Ich nicht. Ne? Schöne Beispiele. Auf Meilen ist kein Klo in Sicht. Hab ich ein Glück, ich muss auch nicht. Waren auch andere Sachen so anrührend, von Herzenswärme zeugend. Hast du mal die Hose voll? Muss nicht weinen, ist auch toll. Ja, und Platz 1, und damit ist der Beweis erbracht, weit über 30% aller abgegebenen Einsendungen. Thema Nummer 1, Schweinkram. Tja, Beispiele natürlich in diesem Rahmen nicht, das ist klar. Nein. Moment einmal. Jetzt müssen Sie bitte auch mich verstehen. Es ist auch so. Ich meine, die Presse differenziert ja nicht.
Wenn ich jetzt, nee, Frau, Beispiele bringen würde, ich sage würde, ja, dann stünde doch in der Zeitung Lippe, die alte Sau, und ich kann überhaupt nichts dafür. Nicht? Denn es sind ja Beispiele aus Ihrer Mitte. Nicht? Also von daher, das müssen Sie schon verstehen, da machen wir das nicht. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Verstehe ich Sie recht? Sie möchten Beispiele aus diesem Bereich hören, ja? Gut. Gut. Dann gebe ich Ihnen noch etwas zu bedenken. Sie waren 100-mal im Bild. Jeder weiß, dass Sie hier sind. Jeder Mensch, an dem Ihnen etwas liegt. Möchten Sie morgen Balkenüberschrift: Kölner Publikum jaulte und winselte um Sauereien. Also manchmal muss man sie wirklich vor sich selbst schützen, habe ich so gedacht. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Das Sauerland. Jene herrliche westfälische Landschaft im Nordosten des Rheinischen Schiefergebirges, malerisch gelegen zwischen Rhein, Ruhr, Möhne und Sieg. Höchste Erhebung der Kahle Asten mit 841 Metern und das Ganze angefüllt mit den zauberhaftesten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sind Sie von da? Ja, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Menschen mit ausschließlich schätzenswerten Eigenschaften. Ja, egal was man nimmt, ob es die Präzision ist, mit der Sauerländer auf Fragen antworten. Haben Sie Kinder? Ja, 13 und 15. Junge oder Mädchen? 13 Jungen und 15 Mädchen. Oder ob es der scharfe analytische Verstand ist. Älteres Ehepaar im Sauerland löst gemeinsam ein Kreuzworträtsel. Sag mal, einen nächtlichen Greifvogel mit 3 Buchstaben. Waagerecht oder senkrecht? Oder nehmen Sie die Herzenswärme, die Ihnen im Sauerland förmlich entgegenbrettert. Da werden Sie nachts um 3 angerufen. Hier ist Bernd. Ja, was ist denn? Nix. Ja, hast du Probleme? Nee. Ja, was willst du denn? Nichts Besonderes. Ja, wieso rufst du nachts um 3 an? Nachts ist billiger. Manchmal ist eben in Dingen der Wurm drin. Der Stürmer sagt zum Trainer: Trainer, ich treff das Tor nicht. Der Trainer sagt zum Stürmer: Stürmer, du triffst den Ball nicht. Nee. Nee. Dann muss der Motor uns bleiben. Dann sagt der Trainer: Das ist ein Ball. Und der Stürmer sagt:
kann ich nicht nochmal nehmen? Und der Trainer sagt, als erstes anlaufen, Augen schließen, Hymne singen, abziehen und dann gucken, was der Ball macht. Roll doch nach links, ist alles in Ordnung. Roll doch nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt. Die Schwester sagt zum Doktor, Doktor, der Patient, der sagt nichts. Der Doktor sagt zur Schwester, Schwester, er macht nichts. Nee? Nee. Er muss am Montag unten bleiben. Dann sagt der Doktor, das ist ein Spritz. Und die Schwester sagt, kann ich nicht nochmal wehen. Und der Doktor sagt, als erstes Hose runter, seitlich lagern, desinfizieren. Und dann hinein! Roll doch nach links, ist alles in Ordnung. Geselle sagt zum Meister, Meister, ist da Strom drin? Der Meister sagt zu dem Gesellen, weiß ich nicht. Nee. Nee. Na, dann sagt der Meister, das ist ein Draht. Und der Geselle sagt, kann ich nicht mal anfassen? Nein. Als erstes Lehrling rufen und dann gibst du dem das in die Hand. Und dann einschalten, roll doch nach links. Dann ist kein Strom drin. Dann ist der Wurm. Thema. Warte mal, diese Sache Samenbanken und Retortenbabys. Ist Ihnen das eigentlich klar? Mir nicht. Mehr offene Fragen als gelöste. Wie eröffne ich ein Konto? Oder viel interessanter eigentlich die Frage, wie überziehe ich ein Konto? So altehrwürdige Bankbegriffe wie Scheckreiterei erscheinen doch plötzlich in einem völlig neuen Licht. Ja, wenn man dann mal so ein Retortenkind hat, das wächst ja auch heran, das will ja mal aufgeklärt werden. Ja, da stehen sie aber da. Papi, wo komme ich her? aus einem Röhrchen, Schatz. Oh, Papi, war ich ein Smarty? Ich meine, so könnte man noch einigermaßen originell das Phänomen der verschiedenen Hautfarben erklären. Aber das ist schon alles, nicht? Und wie geht es praktisch vor sich? Ich weiß es nicht. Mir sagt ja keiner was. Ich bin auf meine Vorstellungskraft angewiesen. Ich denke mir, da ist so ein kleiner Laden. Steht ein Mann. Und dann kommt Kundschaft.
Eber. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir hätten gerne ein Retortenbaby. Ist das kompliziert? Aber nein, das ist ganz einfach. Das geht ruckzuck. Sie müssen mir nur Ihre Wünsche sagen. Möchten Sie einen Jungen oder ein Mädchen? Jung! Ja, und dann hat der Verkäufer hinter sich so eine Flaschenanordnung, wie in der Kneipe, diese Schnapsflaschen mit diesen Portionsottos. Und dann drückt er halt die Sachen raus. Ne? Ja, weiter. Augenfarbe, grün. Blau. Gut, machen wir ein grünes, ein blaues. Ja, weiter. Größe. 1,97. Ja, gut. Ja, weiter. Können Sie ihn bitte sehr intelligent machen? Bin ich wieder Vater, nur der Sohn. Ja. Entschuldigung, könnten Sie ihn bitte etwas intelligenter machen als den Vater? Ja, nee, Frau, vollstes Verständnis. Sagen Sie, was sind das für farbige Flaschen da? Grün, schwarz und rot. Nee, Frau, das sind Parteispenden. Damit können Sie die politische Gesinnung des Kindes beeinflussen. Ja, haben Sie denn gar nichts für FDP? Och, wissen Sie, das wird zu selten verlangt. Das war gut, ne? Wenn Sie mal Schluss machen wollen, sei es die Frau mit dem Mann oder der Mann mit der Frau oder alle beide, wollen Sie nicht mehr selbst machen. Weil ist ja nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, der andere will sie ja nicht hören. Das können Sie jetzt Peter Maffay für sich machen lassen. Und zwar bin ich durch einen Zufall darauf gekommen, ich bin ja ein uralt Fan von Peter Maffay. Also wirklich, schon als Kind habe ich das gern gehört, wenn Peter... Nein, wirklich, diese Du-Lieder sang, ne? Die Älteren erinnern sich. Wunderbar, wunderbar. Und ich habe selber mal so ein ähnliches Lied gemacht, aber ganz anders. Und das kombiniert mit Peters wunderbarer Stimme ist ideal zum Schluss machen. Also Peter Maffay zum Schluss machen. Die Wahrheit liegt, so heißt's im Weine. Der Mensch liegt nachts in süßer Ruhe. Und Köln, so weiß man, liegt am Rheine. Auf meiner Tasche liegst nur du. Es bringt der Milchmann Quark und Eier. Man bringt zum Schuster alte Schuhe. Der Storch bringt Kinder, nicht der Geier. Mich auf die Palme bringst nur du. Lange. Das Leben gibt dir manche Lehre. Es gibst dem Maurer Löcher zu. Man gibt bei Festen sich die Ehre. Aber den Rest gib's mir nur du. Danke.
Etwas muss ich noch erzählen. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht. Ich hatte als Kind extreme Gewichtsprobleme. Ja, ich war zu dünn. Ich war spindeldürr. Ich war so dünn, wenn meine Mutter mit mir zum Teich ging, kamen die Enten und wollten mich füttern. Später gab es dann eine Phase, da habe ich vorübergehend zugelegt, habe das natürlich sofort in den Griff bekommen. Nicht eisenharte Diät, nur fettfreie Kleidung. Ja, und was? Ja, und Sport. Was? Was haben Sie gesagt? Nee, Frau, sind Sie etwas überreizt? Nein, ich habe Karate gemacht. Ja, bin dahin in so ein Institut, war so ein 2-Meter-Mann, so ein Hochkarätiger. Ich sage, Meister, sage ich folgende Sache. Ich möchte abnehmen und mich verteidigen lernen. Beides gewaltfrei. Also gar kein Problem, sind Sie bei uns genau richtig. Karate funktioniert nur über Psychologie. Ich bringe Ihnen jetzt die Bewegungen und Geräusche bei. Und das hat auf jeden potenziellen Angreifer eine so abschreckende Wirkung, es kommt nie zu einer Auseinandersetzung. Ja, hat er mir gezeigt, Bewegung, Geräusche. Lachen Sie nicht. Dann habe ich trainiert. Wie ein Besessener. Ganzen Nachmittag. Abends gehe ich in die Kneipe. Schmeißt einer mein Bier um. Ich denke, der mir derartig eine gescheuert. Ja, wisst ihr, was war? Der war taub.